Hallo, der Marc vom Piercing Studio Wien ist hier und bei mir ist der Robert und macht sich ein Septum-Piercing. Und der Robert hat noch gar kein Piercing gehabt bis jetzt, ne? Erstes Mal, Tattoos hast du schon. Wie alt bist du, Robert? Ich hab's vergessen. Ah, 17. 17, okay. Und bereit fürs erste Mal. Genau. Cooler Style, also, das ist so, weiß ich nicht, so wie in den 80s, oder? Ja, ein bisschen. Also so Throwback irgendwie, like, ja? Das weiß ich noch, das war so in den 80ern. Haben auch so Bartik und so Ding, das ist cool. Ist das wieder in, oder? Ja, schon, ja. Also ich würde mich jetzt leider nicht unbedingt so wohlfühlen wie du, aber für dich in dem Alter macht das natürlich noch Sinn. Für mich, Großvater, eher nicht. So, dreh dich mal so rüber. Also bei der Gesamt. Ganz rüber, komm mit. Mach erst, ich brauch dir wirklich so einen 90 Grad Winkel. Jawohl. So. Spaß. So, vorwärts den Tagesschritt alles. Dann werden wir das Septum stechen. Ich erkläre noch kurz, was wir machen. Zange und alles liegt schon da, du hast sie neben einer Stelle rausgepackt. Ich nehme jetzt meine Hand schon gleich meine Stelle hin, setze die Septumzange an und lege sie von links nach rechts durch. Und mache den Schmuck rein, schraube das Ganze zu und das war's. Okay? Es geht also insgesamt ratzfatz über den Kopf kurz nach hinten. Der Nasenlöcher ist bei dir nicht groß und die Nasenscheide ist auch recht schief. Wir gleichen das so gut wie möglich ist aus. Leichte Schrägstellung in der Nase siehst du trotzdem minimal, das können wir aber später mit dem Schmuck auch kaschieren. Okay. Natürlich kriegst du kein schiefes Piercing, aber man sieht die Form der Nase auch auf dem Piercing wieder. Aber nur zum Hinweis, okay? Gut, wir werden die Augen wahrscheinlich kurz tränen, das liegt am Trigeminusnerv. Ganz typisch, dass der kurz die Augen zum Kullern bringt. Da bitte nicht erschrecken, das gehört dazu. So, und gerne schon ganz anziehen. Gehen wir noch mal kurz da rüber und rein. So, bleiben wir genauso sitzen. Hast du jetzt auch einen langen Lockdown gehabt, ne, wenn du dann verkauft bist? Ja, genau. 6 Wochen. Ganz genau. Aber war im Donauzentrum dann, der erste Tag war dann nicht so. Voll, ich meine, hier auf der Löckerstraße war ja wirklich die Straße war bumpen, krachvoll. Ja. War das im Donauzentrum dann auch so oder war das nicht so extrem vom Gefühl? Ja, mehr oder weniger dadurch. Das Donauzentrum ist ja in zwei Teile aufgeteilt eben. Ich arbeite dann eher bei einem ruhigeren Teil, okay. Aber auf der anderen Seite war schon voll. Ja, bei uns hier. Und ist im Donauzentrum selber im ganzen Zentrum Maskenpflicht oder nur in den Geschäften? Im Ganzen, ja Gott sei Dank. Ich ärgere mich nur, ich finde auf der Straße gerade auch Maskenpflicht. Ja, weil die ganzen anderen springen auf der Hilferstraße hoch und runter ohne Masken, ohne Mindestabstand, das ist ja Zeit. So, mach die Augen vielleicht kurz zu. Wo stellen wir die richtige Ecke hin? Bleiben wir bitte kurz locker, Robert. Das war's schon, super. Und? 17, das erste Mal piercen, wie war's? Nicht so schlimm wie gedacht. Das ist du bist ja den kleinen Ring und sie hat schon vorher entschieden im Vorgespräch. Finde ich für dich auf jeden Fall cooler. Ja, das ist perfekte Größe. Dann später gibt es alles. Ne? Wir können die in Schwarz reintun, ja. In Gold, in Pink, in 1000 Sachen. Weil Pink wäre auch nicht cool bei dem Look, aber natürlich fast bis nicht jeden Tag so ein Pulli an. Ne? Aber kommt sicher alles sicher. Aber du kannst auch später selber mal, wenn du es mal drauf hast, selber wechseln. Am Anfang bitte, lass es mich machen, gerade den ersten Wechsel unbedingt. Wenn Lockdown wäre, wieder während dem Wechsel in 6 Wochen muss der kommen, dann kommst du dann in 6 oder 8 oder 10 Wochen, das ist jetzt auch wurscht. Also wenn das Lockdown-mäßig nicht geht, einfach warten. Nicht bitte selber wechseln, das ist ganz blöd. Okay. Und zuerst einfach den Schmuck drin lassen. Sehr cool. So, kannst du einmal leicht zur Kamera drehen. Gib dir mal einen Spiegel in die Hand, dann schalte ich die Kamera mal rum. Schaut sehr cool aus. Also ich find's total passend von der Größe auch zu dir. Also nicht zu groß, nicht zu klein. Voll. Musst du es verstecken oder nicht? Eigentlich nicht, nein. Also du könntest es nach hinten hochklappen, dann müsste ich es aber wahrscheinlich einen Tick mehr aufbiegen. Weil mit Druck kriegst du es rein. Okay. Und wenn du sagst, ja, ich muss es eh jeden Tag verstecken, wegen der Oma, wegen der Schule, da ist ja immer, was bei dir jetzt wahrscheinlich der Fall ist, dann würde ich es ehrlich gesagt nicht machen. Weil es cooler aussehen tut so. Okay, dann lass mal so. Würde ich auch sagen. Dann gebe ich dir mal mit noch die Pflegeprodukte und erklärst du kurz.
bitte immer erst Hände waschen, Hände desinfizieren, zum Beispiel Max Golden Hands oder was auch immer. Danach nimmst du bitte Fondant in Spray und Gel. Zuerst sprühst du bitte links, rechts, zwei Sprühe in die Nase wieder rein. Okay. Lass es kurz einwirken, 30 Sekunden. Dann eine Küchenrolle nehmen, die Küchenrolle ansprühen damit und feucht die Nase wieder kurz. Dann das Gel drauf tun, Tropfen links, Tropfen rechts, Ring bewegen und bis zum Fett. Drei Wochen bitte zweimal am Tag. Okay. Und dann drei Wochen einmal am Tag. Duschen, Sport, Haare waschen. Eher morgen dann auch zu lange, Spar kann eh keiner machen momentan. Genau. Und rauchen tust du? Nein. Perfekt. Weil Nasen sollte man die Nasenlänge nicht mit Rauch belasten. Okay. Deins? Perfekt. Danke dir. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke fürs Video, Robert. Kein Problem. Und recht danke fürs Zuschauen. Wir sind weg. Tschüss, Baba.